So, wir machen jetzt ein Ganzkörper-Workout ohne jegliche Hilfsmittel, lediglich unser eigenes Körpergewicht und über verschiedene Runden, aber das werdet ihr dann sehen. Beginnen wir. Wir beginnen mit einem Warm-up und wir gehen erstmal. Wir wollen uns nur ein bisschen aufwärmen. Kommen zum Side-Step. Tap, 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 tap. Ja. Ganz einfach. Weiter. Es geht nur ums Aufwärmen. Vier, drei, zwei und tap nach vorne. Tap, 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 tap. Ja. Wenn ihr da nicht ganz mitkommt, dann ist das ganz egal. Nur aufwärmen. Wir machen noch acht. Super. Und das Ganze jetzt nach hinten. Hopp, hopp, hopp. Ja. Weiter. Acht. 7, 6, 5, 4, 3, 2 und wir gehen am Platz, um den Oberkörper mit aufzuwärmen. Machen wir jetzt ein paar Jumping Jacks. 4, 3, Jumping Jack, jetzt, hopp, hopp, hopp. Nehmen die Arme mit nach oben. Der Puls wird ein bisschen angetrieben. Und gehen wieder. Sidestep, jetzt. Tap, 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 tap. Zwei und nach vorne. Ja. Und zurück. Ja. Ja. Ja, da kommt man ein bisschen aus der Puste. Darf schon mal sein. Und gehen. Gehen. Mal durchatmen. Okay, locker. So, wir beginnen mit unserer ersten Runde. Drei Runden machen wir. Wir beginnen mit dem Stand-Up-Push-Up. Vier, drei, los geht's jetzt. Dann nach vorn, dann tief, hoch und wieder zurück. Okay, nochmal. Das machen wir viermal. Wir können noch ein bisschen schneller. Ja. Tief, hoch, super. Noch einmal. Tief, hoch. Okay, wir kommen zum Lunge. Frontplunge. Und es geht tief, tief. Achtmal jede Seite. Der Oberkörper ist aufgerichtet. Hintere Knie geht Richtung Boden. Okay. Zwei. Ja. Einen noch. Und der letzte. Stopp. Kurz bleiben. Wir gehen im Midstand, Squat Midstand. Pulsen auf 7 unten. Und es geht. 7, 5, 4, 3, 2, 1. Hoch. 7. Gerade bleiben. Hoch. Ja. Knie bleiben über Fußmittelpunkt, nicht über die Fußspitzen wegschieben. Und
hoch noch einmal. Und hoch, okay. Der Knee-Lift. Hoch, hoch, hoch. Wer möchte, kann natürlich auch springen dabei. Ja. Drei. Zwei. Letztes Mal. Okay. In den White Stand Squat. Auf sieben, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und hoch. Eins, drei, fünf, sechs, sieben und hoch. Zweimal noch. Und hoch. Sieben, sechs, und hoch. Okay, erste Runde. Wir fangen wieder von vorne an. Stand-up-Push-Ups. Kommt. Tief. Tief. Hoch. Ihr könnt natürlich auch die Knie aufsetzen. Dabei. Ihr wisst ja, wir machen davon drei Runden. Wir sind in der mittleren Runde. Dann noch. Tief. Hoch. Und wieder. Wir kommen wieder zum Frontlunge. Eins. Ups, das solltet ihr nicht machen. Hüftbreit hingestellt. Oberkörper aufgerichtet. Ja. Und. Okay. Super. Letztes Mal. Stopp. Mid-Stand Squat. Auf 7. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8. Hoch. Oberkörper ist fest. Körpermitte ist angespannt. Und hoch. Zweimal mehr noch. Und noch einmal. 4, 5, 6, 7 und hoch. Okay, Knie. 1, 2, 3, 4, 1. Letztes Mal. Stopp. White Stand. Mehr wie hüftbreit. Wir gehen tief. 4, 5, 6, 7, hoch, ja, bleibt stabil in der Körpermitte und nicht nach vorne fallen mit dem Oberkörper, bleibt gerade, blick gerade nach vorne und noch einmal, stopp, okay, die dritte und letzte Runde, wir brauchen wieder die Push, fangen wieder an mit den Push-Ups. Okay, vor, tief, hoch und so aufrichten, stabil bleiben in der Körpermitte, einen haben wir noch, okay, und Frontlunge, rechts, links, im Wechsel. Go. Eins. Zwei. Drei. Vier. Schaut von der Seite. Oberkörper ist aufgerichtet. Okay. Super. Und der letzte. Stopp. Auf mit dem Mid-Stand. Eine Fußweite mehr wie hüftbreit. Hoch. Heben. Fünf. Drei. Zwei. Eins. Hoch. Wir machen weiter. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Hoch.
5, 6, 7, hoch. Okay, ausschütteln. Knielift. Rechts, links, rechts, links. Wie gesagt, ihr könnt auch dabei hüpfen, schießen. Muss aber nicht sein. Okay, manchmal ein paar zu viel, aber wir gehen in den Beinstand. Und auf 7, 6. Wenn wir irgendwo ein paar mehr gemacht haben, dann ist das auch gut. Besser ein paar mehr wie zu wenig. Hey. 5, 6, 7. Hoch, noch einmal. Und hoch, stopp. Einmal ausschütteln. Wir haben die erste Runde geschafft. Wir kommen auf die Matte. Ihr könnt auf den Teppich gehen. Alles recht. Wir kommen in den Vierfüßerstand. Okay. Körpermitte ist ja auch hier fest. Rücken ist gerade. Wir strecken das Bein weg. Wir wippen auf 16. Zwölf, 13, 14, 15, 16. Wir wechseln die Seite. Blick zum Boden. Okay. 2, 1, stopp. Wir winkeln das Bein an. Auch hier. 16, 15, 14, 13, 20. Oh Gott. 2. Und wechseln. Ah, oh, naja, auch auf 16. 3, 2. Und der letzte. Okay. Wir kommen zum Diagonalziehen. Das heißt, wir strecken das Bein weg und den Arm nach vorne und kommen dann zusammen, ohne das Bein und den Arm abzusetzen. Okay. Einmal vor. 3, 4. Wir machen noch 4. 3, 2 bleibt stabil im Rücken. Letzter. Wir wechseln die Seite. Und 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 und 8. Stopp. Wir kommen zum Superman. Wir legen uns bäuchlings hin, heben die Beine an, Arme vor und wir schieben die Arme nach vorne. Auf 8, 7, 6, 5, 4. Zieht den Rücken. 2. Ja. Und der letzte. Stopp. Wir kommen wieder nach oben in den Vierfüßler. Okay. Wir kommen da so. Wir strecken das Bein und gehen tief. Push up. Andere Seite. Tief. Tief. Letztes Mal. Stopp. Wir legen uns nochmal hin, kommen zu den Push-Ups und es geht. 8-mal hoch. 8, 7. Immer wieder ablegen. 6. Stabil bleiben in der Körpermitte. Ihr könnt die Knie auch aufgesetzt lassen. 2. Und letzter. Okay. Zweite Runde. Wir kommen wieder in die Vierfüßler, strecken das Bein und wippen auf 16. Los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
13, 15, 16. Okay, andere Seite. 1, 2. Stabil bleiben im Rücken. 1, 2, 3, 4, noch 4, 3, 2, letzter. Absetzen, andere Seite, anwinkeln. 16, 15, 14, 15, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und stopp. Diagonal ziehen. Strecken zusammen. 1, 2. Gerade im Rücken bleiben. Bauch ist angespannt. 3, 2. Letzter. Wir wechseln die Seite. 1. Oh, da kommt man ins Schwitzen. 5, 6, 7 und 8. Stopp. Auf die Matte legen. Der Supermann. Beine anheben. Hände vor. Und wir machen 8, 7, 6, 5. Blick zum Boden. 3, 2, und der letzte. Stopp. Wir kommen nach oben. Das breiter gefasst. Und wir heben das Bein. Und gehen in Push-Up. Bein heben. Push-Up. Und noch einmal. Push-Up. Stopp. Wir legen uns hin. Und die Push-Ups. Und hoch. 1. 2. Stabil bleiben in der Körpermitte. 4. 5. 6. 7. Und ein letztes Mal. Okay. Stopp. Wir haben noch eine Runde vor uns. Dritte Runde. Wieder in den Vierfüßler. Dritte Runde, drei Runden haben wir. Haben wir schon? Gut. Vierfüßlerstand wieder. Ja, man kommt ganz durcheinander bei den vielen Übungen. Wir strecken das Bein. 16. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Wechseln. Noch 8, komm, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, wechseln, wir winkeln an, hoch, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, und wechseln. Sechs, sieben, acht, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Letztes Mal. So, diagonal und ziehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stopp. Wechsel. Und 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und der letzte. Okay, der Superman. Wir legen uns wieder hin. Ausgangsposition. 8, 7, 6, 5, 4, 3, nach vorne, ja, 2, und der letzte, stopp. Okay, mit Push-Up,
Wir heben das Bein, Push-Up dazu. Hoch, Push-Up, hoch, wechseln und Push-Up. Nochmal, Push-Up und das letzte Mal. Okay, Stopp. Dritte Runde geschafft. Okay, wir kommen jetzt zu den letzten drei Runden. Wir haben überwiegend Bauchmuskeltraining. Musik, bitte. Wir legen uns auf die Matte. Stellen die Füße dicht dran. Fingerspitzen an die Schläfe. Der Crunch, achtmal. Acht, sieben, Schultern hoch. Vier, drei, zwei. Und wir kommen jetzt zum Twist Crunch. Hoch, eins, zwei, drei, vier. Noch viermal. Immer wieder hochziehen aus dem Bauch heraus. Ja. Und der letzte. Stopp. Okay. Der Leg Lever. Da könnt ihr eine rechts und links vom Po leben. Beine strecken und es geht tief. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Und acht. Wir kommen zum Hip Bridge. Wir legen jedoch den linken Fuß aufs rechte Knie und es geht hoch. Eins, zwei, drei, vier, vier, drei, zwei und wir wechseln die Seite. Eins, zwei, drei, vier, vier, drei, zwei und stopp. Wir kommen zum Shut-Up. Wir winkeln die Beine an, kommen nach vorne und wir gehen auseinander und zusammen. Okay, öffnen und schließen. Immer wieder Schulterblätter hoch. Drei. Vier. Wir schaffen noch vier. Zwei noch. Und der letzte. Okay. Einmal kurz schütteln. Okay. Wir heben die Beine an. 90 Grad und kippen zur Seite. Eins. Und zur anderen Seite. Ihr könnt die Hände rechts und links weglegen. Ja. Yeah. Und das letzte Mal. Okay, stopp. Wir drehen uns einmal um. Wir machen einen Push-Up und einen Rotation dazu. Weit. Und zwar, es geht in den Push-Up. Tief, hoch und wir drehen. Arm hoch. Tief, hoch. Arm, ja. Tief, hoch den Arm. Bleibt stabil, ihr könnt auch die Knie aufsetzen. Jede Seite noch einmal. Und das letzte Mal. Stabile Körpermitte ist ganz wichtig. So, erste Runde geschafft. Ihr wisst Bescheid, zwei Runden haben wir noch. Jetzt kann es ein bisschen schneller gehen. Weil ihr kennt das ja jetzt alle schon. Der Crunch. Achtmal der Crunch. Los geht's. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Aus dem Bauch. Drei. Zwei. Letzter. Und es geht. Ihr könnt jetzt auch die Beine anwinkeln. Eins. Zwei. Drei. Oder aufgesetzt lassen. Vier. Fünf. Sechs.
7, 8, stopp. Der Hip Bridge mit aufgelegtem Bein. Und es geht hoch. 1, 2, 3. Schieb das Becken nach oben. Po Muskel anspannen. 6, 7 und 8. Und wir wechseln die Seite. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und der letzte. Stopp. Wir kommen wieder zum Shut-Up. Ausgangsposition und öffnen. 1, 2, 3, 4, 5, Baucharbeit, 6, 7 und 8. Okay, wir nehmen die Beine wieder nach oben, 90 Grad, öffnen zur Seite und kippen rechts, rück, links, rück. Lass den Oberkörper auf dem Boden. Ja, super, super Training für die seitliche Muskulatur. Noch einmal zu jeder Seite. Und der letzte. Und stopp. Okay, einmal Drehung. Push-up, Rotator. Los geht's. Tief, hoch, drehen. Und tief, hoch, drehen. Tief. Hoch. Okay. Tief hoch. Wie gesagt, ihr könnt auch die Knie aufsetzen. Hoch. Einen haben wir noch. Hoch. Und stopp. Ja. Yeah. Letzte Runde. Okay. Okay, wieder ranstellen. Der Crunch auf 8 Mal. Hoch. 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Wir kommen zum Cycle Crunch. Also jetzt die schwere Variante. Hoch. Hoch. Hoch, ja, 4, 3, 2 und der letzte, stopp, ja, okay, Leg lever, Beine hoch und es geht tief, hoch, tief, hoch. Tief. Unteren Rücken auf der Matte lassen. Das ist Bauchtraining. Komm, zieh doch. Ah ja. 3. 2. Super. Und das letzte Mal. Der Hip Bridge. Auflegen. Und es geht hoch. 2. 4, 5, Po Muskel anspannen, 7 und 8, andere Seite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, und 8. Stopp. Der Shut-Up. Kommt zusammen. Und öffnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Und der letzte. Stopp. Wir nehmen die Beine wieder nach oben, 90 Grad Winkel und kippen zur Seite. Rechts. Mitte. Links. Mitte. Mitte. Links. Ja. Weiter. Super. Super. Einmal noch. Stopp. Okay, eine Drehung nach oben zu unseren Push-Ups. Die letzte Runde. Das schaffen wir jetzt noch. Breit aufgestellt. Und es geht tief, hoch, drehen. Tief, tief, hoch, drehen. Tief, hoch, ja. Super. Ihr habt's gleich. Ja. Stop. Okay. Geschafft. Und hoch. Wir ziehen den Rücken hoch. In die Dehnung. Okay. Okay. Wir rollen die Schultern zurück. Und nach vorne. Okay, wir stehen auf. Schütteln mal aus. Strecken uns noch mal lang. Jetzt ziehen wir die Bauchmuskulatur mal lang. Okay, ziehen vor, ziehen den Rücken ganz rund dabei, richtig den Katzenbuckel. Und lösen. Wir dehnen nochmal Oberschenkel-Vorderseite für unseren doch ausgiebigen Beinpart. Und wir wechseln die Seite. Ausschütteln. Okay, das war's. Dankeschön. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt Spaß zu Hause damit. Tschüss.